Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Barotrauma ohne das Minecraft. Heute spielen wir das 0.7 Update von Barotrauma, ja. Das Spiel hatte jetzt vor kurzem das 0.7 Update bekommen, womit man im Multiplayer jetzt auch so eine Kampagne machen kann, wie man hier sehen kann. Man hat hier eine Karte, wo du auswählen kannst, welche Missionen machen willst, so zwischen drei gerade. Und man kann in einem Laden Zeug kaufen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich kaufe mir irgendwie eine Atombombe, weil warum nicht? Oder ein Revolver, damit ich Fabian töten kann. Oder Stun... Oder nein! Ich weiß, wofür wir den Revolver brauchen. Wir können damit die Aliens killen. Also, erstmal schönen guten Tag auch von mir. Gut, dass du mich komplett vergessen hast bei der Ansage. Macht überhaupt nichts so. Darum würde ich sagen, lass mal loslegen. Weil dann kannst du immer noch weiterreden. Genau. Darum würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. Dann kann ich mich immer noch weiterreden. Barotrauma. Okay, wir sind jetzt da. Ich habe das Spiel ein bisschen verlernt, nicht, weil ich es eben noch aufgenommen habe, aber das war eine Kackaufnahme. Es gibt Sounds, wenn du die Items wechselst zwischen den Collecting Lords. Ah, danke Fabian, gut, dass du die Aufnahme zerstörst. Ich würde sagen, ich springe mal hier von Leiter zu Ecke zu Ecke. Also, wenn man sich was im Laden gekauft hat, dann landet das hier in diesem Frachtraum, sage ich jetzt mal. Da ist jetzt zum Beispiel auch die ganzen Schuss und alles und diese schöne Atombombe hier, die überhaupt nicht groß ist. Wo ist denn der Revolver, den ich mir bestellt habe? Ich habe hier noch einen Revolver bestellt. Wo ist denn der? Jetzt frage ich mich tatsächlich, wo der ist, weil ich ihn einfach nicht finde. Ach, da. Ja, ich spectate ihn einfach mal, ne? Warum? Erstens, weil das komplette Schiff bei mir unter Wasser stehen, immer wahrscheinlich nebenbei immer noch steht und ich da unten einfach tot bin. Und ich vom Server geschmissen wurde. Warum? Weißt du nicht, Connecting Lost. Ich hab die Revolver im Inventar, was ist das da für ein geiler Scheiß? Connecting Lost. Kannst du wiederbeleben? Ah. Gut, dann werden wir das wohl bekommen heute werden. Ja, egal, ich kann ja auch alleine aufnehmen, ne? Ja, das ist der Generator. Wie der funktioniert, weiß man. Fission Rage, voll gutes Zeug. Man macht das hier alles hoch und dann stellt man das hier, diese Shutdown Temperature, auf eine Zahl, die unter dieser Zahl hier ist, ein. Und dann generiert er da halt Strom, so viel wie man braucht. Zu empfehlen ist kein Plasma-Cutter, denn der braucht Scheiße. Waffen, ja. Das ist ganz gut. Fabian ist leider noch nicht dabei, weil er irgendwie fuckt. In seinem Universum. Ich werde ihn halt mal retten. Ich will ihn mal bergen. Du kannst mich nicht retten. Ich bin tot. Es wäre einfach sehr nett, wenn du einfach hier einen Cut machst und dann einfach gleich dich weiter und dann du hier gleich weiter mich jetzt weiter erzählst. Ah, warte, lebe ich auch noch? Wieder neu holen. Wie kann ich die scheiß Kontrolle schließen? F3, ne? War das genau? Ja, ja. Ja, ich lebe. Ich lebe, was für ein Wunder. Ja, oh, ich will meinen Revolver wieder. Ach scheiße, ich hab die Revolver nicht mehr, glaube ich. Oder? Nee, ich hab den. Die wollen den ja hier, stimmt ja. Oder? Wie klein sind die denn, wenn die hier liegen würden? Die tun sie aber nicht, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Items damit sozusagen gespawnt sind, weil ich anscheinend sie genommen habe, aber dann wieder weggegangen bin. Geiler Scheiß. Will dir ja nichts sagen, ne? Aber wo bist du denn gerade? Ach, jetzt check ich als Captain Hartmann von Anfang an den Revolver. Ich habe dir gerade sozusagen einen gekauft. Hier, bitte. So, die Kugeln müssen aber eigentlich dann auch hier sein, ne? Oder habe ich nur alles außer die Kugeln genommen? Ja, alles außer den Revolver vorher. Ja, habe ich anscheinend. Gut, okay, dann tut es mir leid, dass ich keine Kugeln mehr für dich habe. Die habe ich nämlich eben verloren, weil wir neu starten mussten. Kleiner Bug am Rande wahrscheinlich. Der Strom ist jetzt an. Mein Inventar ist wieder inventarig. Ich glaube, wir können jetzt anfangen. Unsere Mission ist es, ein Artefakt zu bergen. Yes. Gut. Ich sag, machen wir Autopilot hin. Dahin Autopilot. Also ich will ja nichts sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit Autopilot untergehen, ist wie hoch? 1,7. Das ist mir zu hoch. Was war das? Oh, Junge! Oh! Ich hab mich gerade so hart erschrocken, ne? Warum? Weil bei mir hinten hat sich gerade so eine Webseite aufgeöffnet und auf einmal so
Und genau in dem gleichen Moment liefst du an mir vorbei. Was? Ja, ey, Junge, das war so... Warum so ein Geräusch? Ja, weißt du, irgendwie kam da auf einmal dann so... Und genau in dem gleichen Moment bist du vorbeigerannt. Und ich dachte, an mir vorbeigelaufen. Ich dachte mir nur so, ja moin. Also ihr müsst wissen, Fabian hat auf seinem PC durch mich, aus Zufall, durch mich, russische Viren auf seinem PC. Darum kann es gut sein, dass ich, dass ich manchmal irgendwelche Webseiten bei ihm öffnen. Also falls ihr in der Aufnahme irgendwas hört, das sind seine russischen Viren, die er installiert hat. Du installiert hast, bitte, ne? Aber okay, gut. Also ich möchte dazu einfach mal nichts sagen, ne? Und wir stürzen gerade ab, das ist dir schon klar, ne? Nein, der Autopilot regelt. Ja? Übrigens, es gibt ein Update, du kannst als Captain jetzt wirklich alle Türen öffnen, das finde ich geil. Und als Captain hast du sofort einen Revolver mit 2 Schuss. Heißt, man hat immer 2 Leute zu killen. Und übrigens habe ich mich vertan, du kannst auch nicht alle Türen öffnen. Du kannst immer alle außer die Scheißzelle da öffnen. Au, und wo hast du... Ich bin Assistent, ich kann alle öffnen. Ich habe auch eine Waffe. Meine stärker als deine. Ja und? Irgendwo werden muss genau mir auch. Deine Stirn, wie du sehen kannst. Zieh dich damit gerade? Kann ich damit bei dir nach oben und zielen? Oder zieh ich gerade? Ja. Warum, wohin zieh ich? Ich hab dir extra in die Beine geschossen. Nein, hör auf! Warum tötest du mich? Weil ich wieder sterbe wegen dir. Nein, ich kann mich, du kannst dich doch wiederbeleben. Hol dir die Bandagen. Scheiße, ich bin erzählt. Ich lebe noch. Ich hab's doch überlebt, aber ich hab dich umgebracht. Dann hätte mich. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, wie man dir Leben schenkt. Also irgendwie ist das einzige Spiel, was wir nie schaffen werden, glaube ich. Nie. Ja, wir haben es doch bisher noch nie geschafft. Oh, hier fliegt eine Railgun einfach mal so rum, von wem die wohl sein könnte. Wir schießen uns jetzt gegenseitig nicht ins Bein oder in andere Sachen. Wäre ganz geil. Wo bist du, wenn ich fragen darf? Nein, ich bin, da wo du nicht bist. Nein, ich bin bei der Rettungskapsel gespawnt. Nutz sie bitte nicht. Außer du willst tatsächlich sterben. Stör das Schiff. So, okay, ich habe tatsächlich keine Geduld mehr. Wir machen einfach den Schuss aus dem Piloten an. Bringt uns schon in die richtige Situation. Ich wollte jetzt echt gerne wissen, was der Revolver macht. Also, ob er das macht, was man denkt, was er machen kann. Was war der Schuss? Nein, was machst du da? Nein, hör auf. Hör auf. Nein, lock dich fest, hör auf. Junge, hör auf! Alles gut, wir haben das Licht verbuggt. Nein! Sieh dran! Geh weg, was machst du denn? Steig doch wieder hoch, geh wieder hoch! Du musst an das Schiff arbeiten! Wir knallen gleich gegen Felsen! Ja, ist das mein Problem? Ja. Aber wenn ich jetzt hochgehe, dann kuppelst du ab! Mann, ich bleib hier drin, dann bist du auch hoch. Ey, weißt du, was ich von der Rettungskapsel aus machen kann? Das Schiff steuern! Ja, ernsthaft? Ja! Krass, ne? Ist mir gerade aufgefallen. Kannst du auch unten bleiben, wenn du willst. Also steuerst nur die Rettungskapsel. Nee, ich steuere auch das Schiff. Weil die Rettungskapsel geht so nach hinten. Also das Schiff bewegt sich gar nicht gerade. Doch, klar, siehst du es nicht? Du hast das Fenster. Ich sehe auf der Rettungskapsel, auf dem Rettungskapselmonitor das Schiff und kann das auch so steuern, wenn ich will. Den Autopiloten ausmachen. Die Rettungskapsel hat nicht automatisch auch den Autopiloten. Also schon dasselbe Schiff sozusagen gerade. Aber jetzt, wenn ich halt abdocke, dann ist das ein einzelnes Schiff. Das ist interessant. Bist du dumm? Warum machst du das? Wir sterben jetzt! Du, was war mir bewusst? Was war das? Scheiße! Oh, jetzt kommt wieder so ein scheiß Tentakelvieh, Tentakel. Ein gelbes Scheißviech, ey. Junge, wieso waren die Türen da nicht zu? Die Türen waren zu, du bist einfach nur behindert gewesen. Ist doch scheiße, ob die Türen auf oder zu waren. Wir sind auf dem Boden gekracht mit voller Wucht.
Guck der schöne Schöpfer nicht. Schon 24 Stunden gab's ja. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich denke, das Schiff immer noch Autopilot an, ne? Es fliegt jetzt ohne uns weiter. Ja, hoffentlich kommt es am Ziel an. Mhm. So, haben dann wir Rettungskapsel. Dann wissen die, dass die Rettungskapsel weg ist, somit dass wir auch weg sind. Haben wir eine Rettungskapsel? Ja, haben wir. Haben wir ernsthaft? Ja. Ja, haben wir. Hau doch mit der Rettungskapsel ab! Gut, dann tschüss, ne? Ich weiß, was ich jetzt mache. Ja, weißt du das? Ja. Selbstmord. Warum? Was musst du dann? Robin, was machst du dann? Wo bist du? Wie weit bist du entfernt von mir? 3 Kilometer. Das ist genau unter mir. Doch. Du fährst weg von mir. Du knallst gegen den Felsen. Zur Volle kann er gleich. Ich weiß ja nicht, was du willst, aber ich knall nirgendwo gegen ihn. Ich bin eindeutig sicher. Ich seh dich. Und wo bist du? Hm? Bei dir. Hast du mich gerade abgeschossen? Nein! Hallo! Ich hatte die eine Kanone, die ich hatte, hab ich dich versucht abzuschießen. Ja. Hat leider nicht ganz gelaufen. So knapp, ne? Hm. Ja, lustig gewesen, hättest du mich getroffen. Schön, du fährst jetzt 3 Kilometer lang und runter. Hä, lass mal ausprobieren! Junge, es gibt ein neues Zielsystem hier, ne? Ich weiß, habe ich gehört. Ja. Habe ich gelesen. Ja, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich möchte sehen, wie stark die Waffe ist. Welche Waffe? Ich möchte nicht sterben. Selbst doch nicht. Ich höre Monster, ich höre Monster. Ja, die hört man. Ja. Ja, das ist doch. What the fuck? Oh. Was hast du getan? Ich hab dich abgeschossen. Geil, wirklich geil, danke. Ja, das ist Strafe, wenn du mit dem Schiff abhaust. Warum darf ich das nicht? Nee, darfst du nicht. Sterbe ich jetzt. Ja, Pech. Da fliegt eine Leiche weg. Super! Super, Toni! Das wird... Du hast mich umgebracht und jetzt werde ich dich auch umbringen. Okay, gut, jetzt, warum habe ich das nur kaputt gemacht? Jetzt kann ich nicht mehr weiter. Nein! Fabian, das ist die beste Aufnahme, die wir jemals hatten. Wir können die so nicht hochladen, oder? Doch. Haben wir das? Ja. Komm, eine Runde! I got broads in the land, just to be in the family, credit cards in the scams, getting the looks in the band, legacies.